Ja. Tja. Ich mag die Musik immer noch. Nein, bitte nicht. Daddy Longleg, in den garde ich immer rein. Also, und zwar, wenn er wieder runterkommt. Genau, dann trifft er mich häufig. Deswegen bleibe ich gerade mal hier unterhalb von ihm. Was für eine ekelhafte Attacke war das denn? Au! Komm schon, jetzt stirb endlich, Junge. Na also. Ja, hat das doch nochmal getroffen gehabt. Na gut, Emma ist ja, ne? Komm, jetzt wandel ich mal um. In eine wunderbare Health-Down-Pille. Ich gehe aber davon aus, dass wir hier nochmal getroffen werden. Zwei Greeds. XXX gegen Greed. Porno gegen Greed. Aua. Na, was habe ich gesagt? Nein, jetzt habe ich auch die Münzen eingesammelt. War ich zuvor, ich hätte erst die Kiste öffnen sollen. Ach, und unser Eternal Heart hatte sich ja umgewandelt gehabt in einen Herzcontainer und damit in ein weiteres Spirit Heart. War doch nicht umsonst. Aber hier ist es wahrscheinlich umsonst auf der anderen Seite. Ich muss mal drüber nachdenken. Ja, es bringt nichts. Es ist nichts wert. Mit einem einzelnen Eternal Heart kann man nicht überleben, man stirbt. Das Nest mache ich mal gleich kaputt und auch die kleine Spinne. Oh, ein Spirit Heart. Dankeschön. Ja, die ganzen Items gleich mal liegen. Obwohl, ich kann jetzt mal gucken, was die Tarotkarte so kann. The Moon. The Moon? Bring das doch hierher. Zum Secret Room. Da kann ich hier nochmal ein bisschen Geld reinstecken. Vielleicht kriegen wir nochmal eine Pille. Oder eine Beautyfly wäre auch in Ordnung. Ja, schön. 2, 4, 6 Items liegen da rum. Ist das nicht? Balls of Steel! 2, 4, 2, 4, 6, 8, 9 Items. 9 Items und es liegt direkt unterhalb vom Bossraum, das muss ich mir merken. Wer ist das denn? Fate? Alter Schwede, Fate? Das kenne ich überhaupt nicht. Fate? Da muss ich da auch direkt mal nachgucken, was das kann. Wir können auf jeden Fall fliegen. Das ist schon mal ein Unterschied und der gefällt mir gut. Würde uns jetzt nicht so viel weiterhelfen, weil wir sind ja schon fast am Ende. Obwohl auf der anderen Seite fliegen schadet nie. Schön vorsichtig. Fliege umgehen. Und dann schön die Monstro nicht treffen. Getroffen, getroffen. Tja, Laser gegen Laser, hä? Nur, dass ich hier noch ein paar Bomben im Repertoire habe. Schön. Vorsicht. Pestilenz, aber der ist ein bisschen blasser als sonst. Hat keine Chance, weil seine Spawns immer gleich getroffen werden von unserem guten Brimstone. Würfel ist wieder aufgeladen, wir bekommen einen Spirit Heart. Sehr schön. 2, 4, 6, 8, 9 Items. Nicht schlecht. Hui. Oh, hat es aber zurückgehauen. Schlüssel. Ah, das war die Hälfte und Pille. Das andere, das ist doch Balls of Steel, oder? Ich bin mir sicher. Balls of Steel, geil. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ja, ganz genau. Das ist eben der Effekt. Wenn wir jetzt nicht das Blue Baby gewesen wären, sondern ganz normale Charaktere hätten ausreichend Leben, dann ist genau das so ein Effekt. Deswegen habe ich übrigens auch Gabby's Tail genommen. Damit wir hier mehr Kisten haben und das immer mehr und mehr Items werden. Wenn wir die umwandeln, haben wir wieder 3 Kisten, dann wird das immer mehr und noch mehr und noch mehr. Und wenn wir dann in der Kartenstation wären, wo wir immer wieder uns Schaden holen können und uns immer wieder heilen können mit roten Herzen, dann wird das immer noch mehr und noch mehr und noch mehr Gedöns.
Und wir werden immer und immer stärker. Das ist ziemlich cool. Ich habe allerdings nicht erwartet, dass es so gut mit ihm funktioniert hier. Habe ich natürlich das Book of Shadows vergessen. Haha. Naja, gut. Das hat sich ja schon wieder rentiert. Von daher ist das nicht ganz so wild. Was gibt's hier? Ach komm, hör auf. Schon wieder. Wie viele gibt's denn von dir, mein Freund? Hätte er sich beinahe selbst getroffen mit der Fliege. Das wäre geil gewesen. Ui. Ah, das war knapp. Habe ich es beinahe zu spät gecheckt. Ja, ich gebe ihm trotzdem mal meine Bombe mit, solange wie ich hier auf sie auflade, Dingens vom Brimstone warten muss. Das schadet ja auch nicht. Bomben haben wir mehr als genug. Schön. Ja, komm. Können wir jetzt mal einen. Nein! Mist. Jetzt mal einen Spirit Heart generieren damit. Habe ich den Death versehentlich benutzt, weil wir es zweimal getauscht haben. Habe ich aber nicht gemerkt. Und ansonsten kommen wir hier erstaunlich gut durch die einzelnen Level durch. Da bin ich sehr drüber verwundet. Da bin ich gleich total verwundet. Bin ich sehr drüber verwundert, weil normalerweise haben wir natürlich einen riesen Pech. Weil wir hier immer mehr Leben verlieren, als wir generieren können. Vor allem mit Spirit Hearts, keine Frage. Liegt auch daran, dass wir so viele Schadens-Items erhalten haben. Ja, genau dieser Effekt, den meine ich. Jetzt haben wir leider nur einen Schlüssel. Gut. Bist du der Virus? Geil, zusammen mit dem Unhaltbarkeitseffekt von Polaroid. Deswegen ist es auch nicht ganz so schade um das Book of Shadows. Ah ja, wir haben keinen Schlüssel. Das da oben will ich noch haben. Ja. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 18, 19, 20, 21. 21 Items liegen hier rum. Ach ja, jetzt nochmal einen Würfel, hä? Was geht denn hier? Schon wieder. Also sonst haben wir hier dermaßen schwere Level-Setups und hier... Ich weiß auch nicht, was da los ist. Irgendwas ist hier sehr seltsam. Auch, dass wir so viel Glück haben und alles. Oh, ich habe keinen Schlüssel. Den schnappe ich mir mal hier von rechts oben. Schön langsam, will ich hier nichts mitnehmen versehentlich. Tja, hat sich doch Guppy's Tale wahrscheinlich doch gelohnt. Sonst hätten wir auch die Sail Onion nicht bekommen, mit der wir unseren Brimstone schnell aufladen können. Apropos, wir haben auch... Oh, maximale Schussfrequenz. Guck gerade nochmal, was wir alles haben. Ach ja, die Batterie. Stimmt ja. Lalala. Na gut. In die Arena. Gehen wir mal rein. Das war bestimmt nur Blödsinn auf uns, na klar. Und ein Schapp. Und natürlich zwei Monstros. Die ich immer ein bisschen verbombe. Und damit war es das schon wieder. Das ging schnell. Hat uns allerdings auch nur ein paar Bomben eingebracht, von daher nicht ganz so toll. Ah ja, hier genau. Auch sehr cool, wenn wir ein zweites Eternalheart aufnehmen. Habt ihr es überhaupt schon mal gemacht in diesem Let's Play? Ich glaube nicht. Dann erhalten wir meistens einen Herzcontainer. Ach ja, hier lag gerade noch die Sun. Ha, dann brauche ich mir ja gar nicht ärgern, dass wir vorhin den Death sinnlos verbraucht haben. Ja, in dem Fall haben wir eben keinen Herzcontainer bekommen, dafür aber sehr wohl einen Spirit Heart. Das weiß ich zufällig auch. So, haben wir vielleicht noch ein oder zwei Räume? Ja, haben wir. Sehr schön. Du bist doch Famine, oder? Was machst du, wenn du blau bist? Tja, mein Freund, solange wie du hier in den Felsen bist, ne? Hast du Pech gehabt. Und ein paar Angels, die ich eigentlich auch im Großen und Ganzen sympathisch finde, komischerweise. Ich meine, dafür sind die ja gar nicht mal so schwach.
Aber irgendwie mag ich sie dann doch. Gut. Jetzt bin ich gerade ein bisschen orientierungslos. Da oben war Ende, da haben wir gestartet gehabt. Hier rechts vorbei. Noch einmal rechts, dann nach oben. Genau. Guck mal eine an. Nochmal eins. Walls of Steel. Nochmal zwei. Ja, na gut. Und unten die Karte würde ich ja ganz gerne mitnehmen. Kann ich auch. Ah ja, Tour of Hearts, das bringt uns nicht weiter. Glaube ich zumindest nicht. Ich probiere es trotzdem mal. Schadet ja nicht. Ha, guck mal an, der Hierophant. Also ihr seht schon, die Aktion lohnt sich im Großen und Ganzen. Und dann schaue ich mal, ob es hier nicht noch Gegner gibt. Ja. Huch, der hat mich getroffen. Einen Spirit Heart haben wir gerade eben verloren. Hoffentlich bekommen wir... Ach, komm, Polaroid. Judgment. Schön. Oh. Der erhöht unsere Feuerrate ganz enorm. Geil. Ich weiß gar nicht, ob der auch irgendeinen Nachteil hat, ob er den Schaden reduziert. Das weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Wo ich am liebsten alles gleich mal nachgucken, aber mache ich mal lieber nicht. Münzen brauchen wir keine. So, was haben wir hier denn hier? Schon wieder den Greed. Greed, alte Socke, was machst du hier? Und auch noch einen Super Greed. Ja klar, das war nicht beabsichtigt. Nein! Shit. Na dann, wenn wir einmal hier unten besiegbar sind, dann kann ich ja auch mal durchlaufen. Ach, hör doch auf. Mist, Mist, Mist. Wie viel Spirit haben wir jetzt verloren? Drei. Na klasse. Ganze Vorteil wieder weg. Oh, das war nicht absichtlich. Wir haben hier nochmal Boss of Steel, oder? Nein, Mupsa Kies. Ha! Helf! Ab! Zwei Spirit Hearts. Der Joker hier? Ah! Gibt's tatsächlich. In dem Fall nur kämpfen wir eben gegen Krampus, der ab und zu mal im Devil's Room rumhaust. Warum allerdings in der Kathedrale, die ja eigentlich das Sinnbild für den Himmel ist, ein Devil's Room ist, in dem der Teufel selbst drin ist, das kann ich euch leider nicht sagen. Mein Freund, du hast keine Chance. Wir haben gutes Speed-Up und wir haben hier ordentlich Schussfrequenz. Und wir haben guten Schaden. Da wirst du echt Pech haben. Und hier so Hundebomben. Ja, Lamp of Coal. Normalerweise haben unsere Tropfen jetzt, werden die stärker, je weiter der Gegner weg ist. Ich weiß nicht, ob sich das verträgt mit Brimstone. Ist allerdings möglich. Okay, nach rechts halt. Waren wir hier unten schon? Ja. Ja, mit den Spirit Hearts, da mache ich hier nochmal ein bisschen hin und her und hin und her. Ich sitze schon. So, genau, hier war doch noch was. Eine Kiste. Mit tatsächlich. Das war Bombs Akis, das hebe ich nicht wieder auf. Das ist das Sun, die hätte ich gerne. Spirit Heart. Eternal Heart nehme ich dann doch noch mal mit, für den Fall, dass wir doch noch ein zweites bekommen. Wir werden die Items hier langsam weniger. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Wenn man viel aufnimmt, wird es eben dann doch mal noch mal weniger. Und was haben wir hier noch? Die kleinen Viecher. Oh, ich wurde getroffen. Für das letzte Mal probieren. Ach, die Telepill, die nehme ich nicht. Die kann uns nirgends hinbringen, wo es schön ist. Im Devil's Room waren wir ja bereits. Und eventuell macht uns da tatsächlich Lamp of Coal ein bisschen stärker. Komm, nochmal zwei Spirit Hearts, bitte. Super Trollbombe. Ho, ho, knapp, knapp. Ich hätte Cancer. Hätte ich jetzt wirklich gerne. Dieses Item. Ja. Nein. Nehme ich meine Tour of Spades für zwei Schlüssel und dann nehme ich wieder nochmal alles mit, was hier so rumliegt. Ach ja, Kenzer, ich kann mal gucken, wie schnell unsere Schussfrequenz wäre.
merkt man beim Wurmstone nicht ganz so sehr. Wie bei den normalen Tränen. Okay, ich lasse mal die Fingerlänge knacken. Und, ach, ich kann auch meinen Schluck Tee nehmen. Entschuldigt mich. Währenddessen müsst ihr halt mal einen kleinen Augenblick warten. Ich habe es immer noch ein bisschen im Hals. Entschuldigung. Ach, gleich viel besser. So, auf geht's zum lieben Isaac. Diesmal andersrum, hä? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen gegen Isaac. Das letzte Mal haben wir mit deinen... Komm, hier. Kannst du mich mal, Junge? Stirb einfach. Komisch, hat auch echt einen sehr geringen... Aua. Einen sehr geringen Vergeltungsschlag diesmal. Liegt vielleicht an der Phase 2, ich weiß es nicht, aber nee. Also doch. Ach, weil Brimstone ihn nur einmal so kurzzeitig trifft. Natürlich sehr praktisch. Aber Crack the Sky wieder. Solange wir unverwundbar sind, gehe ich in den Reihen für The Virus und wegen der Bombe. Aua. Ah, ich habe ihn nicht richtig aufgeladen, Mist. Sehr gut. Das war ein bisschen knapp, wir haben auch einige Spirit Hearts verloren. Und als ich unverwundbar war, habe ich versucht, nochmal in die ganze Babymenge reinzurennen, damit wir dort die alle kaputt machen. Und wir machen uns natürlich auch in die Chest. Komm schon, gute Items, gute Items. Ach ja, die Eternal Heart hat sich ja nochmal in den Spirit Heart verwandelt. PhD. Ach ja, wir haben ein wenig Schlüssel zu wenig, ist aber nicht ganz so wild. Lard gibt uns 2 Spirit Hearts, dafür werden wir davon langsamer. Puh. Also PhD ist ja, schadet schon mal nicht. Bei dem Rest müssen wir eben aufpassen, wie wir das am besten machen. Die grünen Lachen tun uns ja nichts mehr, stimmt ja. Ja, dann spawn halt deine Bomben. Von mir aus. Komm schon, jetzt stirb endlich, Pestilenz. Na also. Das war jetzt nicht so schwer. Sehr gut, die Fliege habe ich auch erwischt. Sehr gut, wenn ich in den Modus drin halte, dann ist er ein bisschen schwächer. Denn er kann ja nicht mehr diesen Bomben- und Rumspritz-Angriff. Ein Riesenkopf. Okay, ich hoffe mal, wir kommen hier wirklich zum Boss. 3-mal pinken Widow. Der wird hier gleich viel Pech haben, wenn ich in den reinlaufe. Ein Spirit hat weniger. Münzen, Münzen, Münzen. 3 Münzen, naja gut, nicht, dass ich erhofft habe. Und wir nehmen halt gleich die Abkürzung nach links. In der Hoffnung, dass wir hier direkt zum Boss kommen. Tun wir tatsächlich. Das Ding ist meist auch übelst hässlich und übelst schwer, genau. Ah ja, diesmal hinterlässt er diese ekelhaften Haufen, die uns verbrennen können. Und ja, oh, was macht der für eine hässliche Attacke? Alter Schwede. Das ist ja eine hässliche Version von ihm, die ist ja wirklich eklig. Uah. Stark meine ich damit. Mit eklig meine ich sehr stark. Ich hätte gerne noch einen Schlüssel, damit ich das letzte Item noch aufmachen kann. Pornos gegen Superlast. Gegen Superlust. Pornos XXX. Würdet ihr mal bitte einen Schlüssel hinterlassen für mich? Das wäre ganz fabulös. HP ab? Ja. Ein Spirit Heart. Und die Bohne ist natürlich jetzt nicht so toll. Gertie ist auch nicht so toll. Hat gerade eine Bombe festgehangen. Nimm das. Danke.
Was gibt's hier noch? Hilf ab. Das war eigentlich eine Health-Down-Pille. Aber dank des PhD wurde sie zu einer Hilf ab. Ich denke, es hat sich nochmal gelohnt. Okay, wir gehen zurück. Schnappen uns. Ja, das bringt zwei Spirit Hearts. Das bringt auch nochmal zwei Spirit Hearts. Wir sind etwas langsamer. Ich denke, das können wir vertreten. Gegen den Endboss müssen wir auch nicht so viel rumrennen. Ganze Aktion hier nochmal. Vier Spirit Hearts insgesamt. Puh. Okay. Krieg ich hin? Krieg ich hin? Ich nehme mal ganz fix ein Schlückchen. Aber ich denke, wir haben jetzt genug Spirit Hearts und dadurch, dass das Polaroid uns immer nochmal schützen kann, müsste das eigentlich passen. Kann ich reden, ich muss mich konzentrieren. Aua. Seht ihr? Hab ich doch gesagt, muss mich konzentrieren. Erwischt. Und damit war's das ja auch gleich. Na, Wunderbärchen. Kann ich nochmal Design benutzen? Zack, zack. Poison Touch. E-Spirit-Food has appeared in the basement. Ein neues Item ist jetzt verfügbar. Und wir haben es tatsächlich geschafft. Unglaublich, das lief aber auch gut. Was wir an Glück hatten, ist echt nicht normal gewesen. Mit den ganzen HP-Up-Zeugs und haufenweisen Spirit-Hearts. Super, super genial. Und wie gesagt, ich verspreche euch, ich habe nur eine Aufnahme davor gemacht. Mit dem kleinen Kerlchen hier. Und bin, glaube ich, noch nicht mal bis zu Eclipse gekommen. Nee, bin ich nicht. Weil ich einfach keine Spirit Hearts ranbekommen hatte. Und ja. Das lief ja super. Tja, liebe Leute. Das war meiner Meinung nach die größte Herausforderung. Meistens ist es mit dem nämlich noch schwerer als mit den Puristen. Das war nur unendlich viel Glück mit den ganzen... Alleine, was sie an Eternal Hearts bekommen haben. Eternal Heart, also dass ein Herz ein Eternal Heart ist 1% die Wahrscheinlichkeit. Und wir haben allein die letzten Level 3 Stück bekommen. Das ist doch nicht normal. Und die ganzen HP-Up-Items auch Unmengen. Ja, und Damage-Up-Items. Alter Schwede. Und hier mit den der Mini-Mushroom, der unsere Feuerfrequenz maximiert. Das ist echt, also eins wie das andere. Flugfähigkeit. Wahnsinn. Tja, wie soll ich das sagen? The Binding of Isaac wird wahrscheinlich erstmal pausieren. Also wird nicht wahrscheinlich, sondern es wird... Let's Play ist jetzt erstmal offiziell abgeschlossen. Eventuell werde ich dann irgendwann mal im Laufe der Monate immer noch mal ein oder zwei Videos mit anderen Charakteren oder mit den schon mal von mir gemachten Challenges spielen, wenn ich mal zwischendrin Lust habe. Aber im Großen und Ganzen war es das erstmal mit The Binding of Isaac. Ich hoffe, das Spiel hat euch gefallen. Ich ermutige euch natürlich auch, euch das selbst zu holen. Es macht Riesenspaß, es macht vor allem auch Riesenspaß, wenn man es ganz frisch und ganz neu spielt, nicht wie ich, der schon 100 Items freigespielt hatte, oder knapp 100, über 90. Ist es auch ziemlich, ziemlich cool. Und es ist auch sehr cool, wie das Spiel immer schwerer und schwerer und schwerer wird, je öfter man es durchspielt. Das macht auch einen Riesenspaß und wie gesagt, die Items werden natürlich auch nach und nach immer erst freigespielt. Das ist echt ziemlich cool. Und man kann es wirklich, also wie oft habe ich das jetzt gespielt gehabt? Schon 150 Mal gestartet? 180 Mal? Irgendwas um die Drehe. Also man kann es auch wirklich oft und immer wieder spielen, weil es macht immer wieder Spaß und es ist immer wieder schwierig und ja, man verliert sehr, sehr oft, aber ja, es macht auch einen Riesenspaß. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play. Ciao!
Die End. Das Ende des Let's Plays. Wir sehen uns beim nächsten Mal.